Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Kaiserslautern mit beiden Cheftrainern. Das Wort geht zunächst an unseren Gast, Konrad Fünfstück, bitte. Ja, ich denke, wie Sie sich sicher vorstellen können, sind wir schwer enttäuscht heute über den Ausgang des Spiels. Wir haben ganz, ganz schlecht in das Spiel gefunden. Schlechter kannst du, glaube ich, nicht starten, dass du mit dem ersten Kontakt von Düsseldorf in Rückstand gerätst, stehst 0-1 und hast eigentlich genau das gekriegt, was du nicht wolltest, dass du den Druck, den sicherlich Düsseldorf aufbauen wird, in Gegentor ummünzt. Haben es toll gemacht, sind zurückgekommen das erste Mal, Ausgleich 1-1. Und dann ist für mich so ein bisschen die Schlüsselszene mit der Aktion von Böðvarsson. Böðvarsson läuft alleine aufs Tor zu. Und ich denke, wenn er das Tor macht zum 2-1, dann hast du das Selbstvertrauen, dann hast du auch dieses Quäntchen auf deiner Seite hingehen, dass Düsseldorf, die ja auch in einer sehr schweren Situation sich befunden haben oder immer noch sind, dann unruhig werden. Ja, Böðvarsson macht das Tor nicht. Und du kriegst das 2-1 wieder nach einem haarsträubenden Abwehrfehler. Und dann auch noch zu allem Überfluss das 3-1 fast mit dem Halbzeitpfiff, als die Ordnung gar nicht gestimmt hat, wir in der Vorwärtsbewegung waren und die uns ausgekontert haben. Ja. Zweite Halbzeit, was haben wir uns vorgenommen? Einfach alles reinzuhauen, was in uns drinsteckt. Den Glauben nicht verloren, den Mut gehabt. Die Mannschaft hat es top umgesetzt, hat sich in der Halbzeitpause motiviert, hat gesagt, komm, wir schaffen es gemeinsam, wir drehen dieses Spiel. Denn wir haben in der ersten Halbzeit viele gute Sachen gehabt in unserem Spiel. Und wir schaffen es auch zum 3-3. Und das Riesenfreude, das Riesen-Euphorie. Und du hast das zweite Mal im Spiel ein Spiel gedreht, hast den Gegner eigentlich so weit, dass er psychologisch schon ein Problem hat. Ja, und dann, wie es der Fußball so die Geschichten schreibt, kommt der Ex-Lauterer Demir bei und verwertet diesen Ball, nachdem wir in der Mitte den zweiten Ball nicht klären können, zum 4-3. Und dann gibt die Mannschaft wieder nicht auf und wir rennen wieder an nach vorne und wir haben wieder die Möglichkeiten, vorne vorm Tor den Ausgleich zu erzielen, 2-3 Mal. Aber es langt dann einfach nicht. So, und deswegen ist die Mannschaft schwer enttäuscht, wir auch. Wir wissen das, dass sich das ganz schlecht anfühlt momentan. Es war für uns ein ganz wichtiges Spiel. Und trotzdem geht es weiter. So, wir haben jetzt Zeit und die tut uns auch gut, dass wir mal rauskommen aus dem ganzen Trott, dass die Mannschaft über Ostern mal was anderes sieht. Und dann hast du zu Hause ein Spiel gegen Sandhausen, was du einfach annehmen musst, was du zu Hause spielst. Und wenn wir da die vielen guten Aktionen von heute umsetzen werden, dann werden wir gegen Sandhausen das Spiel gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, die Mannschaft auch. So, und Düsseldorf, alles Gute. Ich habe es im Vorbericht auch schon gesagt, das ist eine Mannschaft von einer extrem guten Qualität, die für uns unverständlich da hinten drin steht. Und diese Mannschaft wird definitiv drinbleiben. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Konrad Fünfstück? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Eine Frage für Johanna Nordling. Hallo Herr Fünfstück, Johanna Nordling aus Finnland. Ich wollte fragen wegen Alex Ring, der heute seit langem gespielt hat, wieder jetzt in der Sechserrolle. Was denken Sie über sein Spiel heute? Ja, Alexander Ring hat seine Position gut ausgeführt. Er hat am Platz viel geredet, hat viel dirigiert. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hat er immer wieder die Mitte gut geschlossen, hat Ideen nach vorne gehabt. Dass er natürlich nicht ganz im Rhythmus drin ist, wenn er die letzten Wochen nicht gespielt hat, ist auch ganz klar. Aber ich denke nochmal, dass Alex vom Typ her, vom Kopf her schon einer ist, der der Mannschaft in dieser Situation helfen kann und auch wird. Gibt es weitere Fragen? Vielen Dank, dann gebe ich das Wort an unseren Trainer Friedhelm Funkel, bitte. Ja, ich möchte mich erstmal entschuldigen, wenn ich nicht so gut verstanden werde. Ich bin schon ein Stück weit total heiser. Das war mal wieder ein neues Erlebnis für mich nach einer etwas längeren Pause, hier direkt in so einem dramatischen Spiel an der Seitenlinie zu stehen. Das war wirklich Dramatik pur und ich kann dem Gegner nur ein Kompliment zollen, in solch einer Situation nach 4 Niederlagen in Folge hier so ein Spiel abzuliefern, so gut zu spielen, und dann ist es am Ende wirklich sehr unglücklich, wenn man so ein Spiel dann verliert. Aber das zeigt auch, dass das Trainerteam auf der Gegenseite in den letzten Wochen gut gearbeitet hat und die Mannschaft mit einem tollen Selbstbewusstsein hier auf den Platz geschickt hat, und dafür wirklich Gratulation.
Ich weiß, dass man sich dafür nichts kaufen kann, aber ich wollte es einfach mal aussprechen. Meiner Mannschaft kann ich nur beglückwünschen. Sie hat viele Dinge von dem umgesetzt, was wir vor allen Dingen an Offensivaktionen im Laufe der Woche im Training probiert haben. Ich habe es ja gestern oder vorgestern in der Pressekonferenz gesagt, dort hat sie schon viele Tore gemacht. Und wenn das dann in so einem Spiel mit 4 Toren umgesetzt wird, dann gibt das natürlich auch ein Stück weit Glauben zurück, den sie ja scheinbar schon verloren haben, weil sie kaum Tore geschossen haben in den letzten Monaten. Das ist toll, dass dann eben zu sehen. Ich gebe auch zu, dass wir ein Quäntchen Glück gehabt haben, keine Frage. Das ist ein Sieg gewesen, der sehr glücklich war, der uns aber in der Situation verdammt gut tut. Und man spürt so eine kleine Aufbruchstimmung hier in Düsseldorf. Die Fans haben die Mannschaft total unterstützt. Auch als der Ausgleich sehr schnell gefallen ist, als Lautern zurückgekommen ist, nach 2 Toren Rückstand. Auch da hat das Publikum die Mannschaft unterstützt. Und das ist das, was wir in der jetzigen Situation brauchen. Wir müssen natürlich von der Ordnung her, gerade auch im Defensivverhalten, uns gewaltig steigern. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber in 3-4 Trainingseinheiten kann man nicht alles erarbeiten, alles so umsetzen, wie man sich das vorstellt. Und darum bin ich froh, dass wir jetzt mal 14 Tage oder das nächste Spiel jetzt in 14 Tagen ist, sodass wir im Laufe der nächsten 10, 12 Tage schon etwas mehr arbeiten, intensiver arbeiten können, auch an anderen Dingen, nicht nur am Offensivverhalten. Wenn das auch natürlich sehr wichtig ist, denn wenn man Spiele gewinnen muss, dann muss man Tore schießen. Und das hat die Mannschaft heute wirklich sehr gut umgesetzt. Ich kann wirklich mit jedem einzelnen Spieler, auch die nicht reingekommen sind, zufrieden sein, weil sie haben sich mit dem Team gefreut. Und das ist das, was wichtig ist, dass nicht nur die 11, die auf dem Platz stehen oder die 13, die zum Einsatz kommen, sondern auch die Spieler dahinter, dass sie hinter dem Team stehen. Ich habe das auch im Hotel gestern und heute gespürt, dass sich da was entwickelt, dass da eine positive Grundstimmung ist, obwohl die Situation ähnlich wie bei den Lauterern in den letzten Spielen nicht so erfolgreich war. Und das ist wichtig. Es war trotz allem eine gewisse Lockerheit da. Wir haben auch teilweise geflaxt und ich habe das eine oder andere an Anekdoten erzählt, was auch schon mal wichtig ist. Und die Mannschaft hat es angenommen und hat heute oder ist heute für ihre Arbeit einfach belohnt worden. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es Fragen an Friedhelm Funkel? Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen noch ein schönes Restwochenende. Danke.